Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, es geht weiter mit der Artikelreihe Online Geld verdienen. Und heute möchte ich mal ganz speziell auf das Thema Mindset und die richtige Einstellung eingehen. Viele Menschen, die über das oder den Entschluss gefasst haben, über das Internet Geld zu verdienen, die scheitern meiner Meinung nach nicht daran, dass sie ja keine schöne Webseite oder so haben, sondern die scheitern schon ja ganz am Anfang, weil sie mit der falschen Einstellung und mit der falschen Herangehensweise eben an die Sache herantreten. Weil viele haben oft das Motiv, schnell und einfach, ja, über das Internet Geld zu verdienen. Aber genau da, glaube ich, deswegen scheitern die meisten. Warum, stell dir einfach mal die Frage, warum, gehen deine Kunden ins Internet? Die Kunden gehen nicht ins Internet, weil sie noch mehr Werbung wollen. Das macht das Fernsehen schon ja, ausreichend. Die gehen deswegen ins Internet, weil sie einfach nach Informationen suchen oder nach Lösungen suchen, die einfach ihr individuelles Problem lösen oder weil sie sich über irgendeine Sache ja genauer informieren wollen. Und jetzt ist einfach nur die Frage, welche Herangehensweise habe ich, wenn ich schnell Geld verdienen will, dann passiert es halt auch sehr oft, dass man natürlich auch dementsprechend die Werbung im Vordergrund stellt und sagt, ich habe das tollste Produkt, hier ist alles super, das ist alles super. Mag auch alles so sein, nur das ist nicht, wonach die Menschen im Internet suchen. Ja, die Menschen kaufen dann letzten Endes bei dem, wo sie auch, ich sag mal, die Informationen haben, wo das Vertrauen aufgebaut worden ist. Und genau da sollten wir ansetzen, das Ganze einfach auch langfristig zu sehen. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht kurzfristig und schnell über das Internet Geld verdienen kann. Das meine ich damit nicht. Es gibt viele Menschen, ja, die beweisen, dass genau das gerade geht. Aber es geht einfach darum, ja, zu erkennen, welchen Wert kann ich eigentlich den Menschen weitergeben? Wie kann ich denn meiner Zielgruppe, meinen Kunden, wie kann ich denen nutzen, wie kann ich denen weiterhelfen? Und der positive Nebeneffekt ist halt dadurch einfach der, dass du ja durch dein persönliches Wachstum auch viel den Menschen weitergeben kannst. Dadurch etablierst du dich als Experte, dadurch wirst du ja auch gern kontaktiert und die Menschen suchen dich, ja, und so sollte man eigentlich das Geschäft, den Geschäftsansatz online sehen. Und ja, in dem heutigen Artikel geht es einfach darum, dir einige Tipps hierbei mit auf den Weg zu geben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe, du hast gute Erkenntnisse. Mich würden natürlich auch deine Gedanken zu dem Thema interessieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, ja, damit wir einfach so in den Dialog treten können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ja maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Mach's gut. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.